Es riecht nach Herbst und schmeckt noch nach Sommer. Bei der Olivenernte in Italien werden alle Sinne berührt. Für mich ist das ein Symbol von Leben, ja, von Lebenskraft. Deutsche Erntehelfer erleben Dolce Vita mal ganz anders. Olivenöl pur. Conny Müller ist angekommen zum Arbeitseinsatz in Italien. Eine Adresse jenseits aller Asphaltstraßen hat sie im Gepäck. Ansonsten weiß sie nicht, was sie erwartet. Die Flugbegleiterin hat sich freiwillig zur Olivenernte gemeldet. Arbeiten im Urlaub, das hat sie noch nie gemacht. Gelandet ist sie in Umbrien. Irgendwo hier soll das Paradiso Integrale sein. Ihr Einsatzort für die nächsten 3 Tage. Wie ist der erste Eindruck, Conny? Fantastisch. Wunderbar. Ruhe, Vögel, Natur, Hunde im Hintergrund. Italien pur. Super. Gibt es denn keinerlei Bedenken, was die nächsten Tage angeht? Ich weiß es. Ich habe es noch nie gemacht. Ich hoffe, dass es nicht hart, dass ich es schaffen kann. Aber ich kann gut und hart arbeiten. Also deswegen habe ich davor eigentlich keine Angst. Meine erste Erfahrung, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Was sagen denn Ihre Freunde? Du bist bekloppt? Die denken, ich bin verrückt. Die haben immer gesagt, dass ich alles immer hundertprozentig mache und genieße. Also werde ich hier auch wahrscheinlich eine schöne Zeit haben. Hallo? Heidi. Wo steckt die Auftraggeberin? Conny Müller kennt sie nur vom Telefon. Hallo. Heidi Hörnlein, vor vielen Jahren nach Italien gekommen und geblieben. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich habe nämlich gerade einen Kaffee und einen Tee für unsere Helfer und super. Für dich. Ist ja gut, dass super. Du jetzt gerade noch kommst, dann hast du nämlich einen herrlich, Sonnenuntergang. Ne? Fantastisch, ganz, ganz toll. Klasse, hat alles geklappt? Ja, super gut, ja, kein Problem. Hallo. Hallo. Hier wird ja schon schwer geerntet. Ja, ja. Auch er ist über eine Erntehelferorganisation hierher vermittelt worden. Berthold Schmidtler aus Lörrach. Und Sie sind schon mittendrin hier? Ja, mittendrin, wunderbar. Hier, mittendrin. Ist das die ganze Tagesration? Nein. Nein, nein, das geht 20 Minuten, ein Baum. Och. Und dann ist er halb voll, 10 Kilo. Und der ganze ist 20, 25 Kilo. Das klingt so, als ob Sie das schon häufiger gemacht hätten. Hier ist jetzt der dritte Tag. Der dritte Tag? Ja, also ist schön. Oder ist es auch anstrengend? Heute war es anstrengend, aber das Schöne ist das Schwätzen miteinander. Es ist sehr kommunikativ. Wir haben hier 4 Sprachen, Holländisch, Deutsch, Französisch und Englisch und Italienisch. Man ist wie in Babylon. Macht echt, ist ein bisschen verrückt, aber ich träume noch Deutsch. Mit deutschem Pflaumenkuchen belohnt Heidi Hörnlein ihr buntes Helferteam. Arbeit gegen freie Kost und Logis, lautet die Abmachung. Conny Müller muss sich erst morgen bewähren. Was muss denn eine gute Olivenpflückerin mitbringen? Die Freude dran, im Baum zu sein und das zu tun. Ja. Weiter nichts. So sehr viel braucht man dazu nicht. Also, ja, zupfen. Und aufpassen, dass man nicht drauf tritt. Okay. Ja, weil die werden ja runter ins Netz gepflückt. Ja, ja. Ne? Und dann muss man sehen, wo man die Füße hin tut, sonst macht man Öl ein bisschen vorher. Don't do as the wine or the grape. Das ist anders als bei der Weinernte, sagt eine Erntehelferin. Oliven sind bitter. Don't. Man muss ja alles einmal probieren, oder? Alles einmal probieren? Nach der ersten italienischen Nacht erfährt Conny Müller, ob es gut war, sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Dann liegt der Einhorn ganz besonders. Der Tag beginnt wenig idyllisch. Die Hühner müssen gefüttert werden, bevor es in die Oliven geht. Heidi, Sie hatten mal mehr Landwirtschaft hier noch. Ne? Aber ganz viel. Also was da drüben, wir können da mal rübergehen. Das war alles voll mit Tieren.
Als ich hierher kam, vor über 22 Jahren, glaube ich, 23 vielleicht, da war keine Stelle vorhanden und ich wollte unbedingt Tiere haben. Und das war also unsere erste Baumaßnahme. Das war alles voll. Da hatte ich die Stelle mit den Hasen stehen. Ne? Und ich hatte ja die Idee vom Paradies. Ne? Da unten war ein Teich und dann hatte ich Gänse. Und mit der Zeit verliert man dann ein bisschen dieses... Weil die Hasen haben eine Krankheit und dann können sich die Hühner anstecken. Und die Enten machen das Wasser dreckig und dann können sich auch wieder die Hühner und so weiter. Also ich habe dann sehr viel lernen müssen, dass mit dem Paradies, wie man sich das so vorstellt, halt leider nicht ganz so ist. Da habe ich irgendwann mal gedacht, das ist jetzt einfach zu viel. Und naja, ich möchte es natürlich nicht ganz. Das Land hier. Ja, so das einigermaßen schon, in Ordnung zu halten, ist nämlich auch schon eine wahnsinnige Arbeit. Und die Olivenbäume, die sind halt das, was mir sehr am Herzen liegt. Die sind für mich so wirklich wichtig, was Heiliges. Ja. Und das kann ich einfach nicht ertragen, die Idee, dass das runterfällt und verkommt. Ja. Mhm. Für mich ist das ein Symbol von Leben, ja, von Lebenskraft. Auf geht's. Conny soll die Netze zu den Bäumen bringen, ganz nach oben auf den Berg. Schwerstarbeit. Ein bisschen wie im Flugzeug, ne, Conny? Oder? Du musst doch auch mal so Wagen schieben. Ja, aber nicht einen Berg rauf. Auch Berthold Schmidtler rückt an. Es sieht nach Kampfeinsatz aus. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt schon die Bäume sind. Da sehe ich jetzt keine Oliven, oder? Tja, wo ist die Olive? Hm. Sind das hier die Bäume? Der Kampfeinsatz gilt dem Gras unter den Bäumen. Damit später die Netze gut liegen, muss Berthold Lärm machen. Währenddessen wird Conny eingewiesen an einem kleinen Übungsbäumchen. Das ist jetzt so die Handmethode. Mhm. Normal hat man da Netze drunter. Ja. Ich würde das jetzt so da direkt drunter stellen. Ja. Und dann nachher machen wir es, wenn wir die Netze haben. Die können machen. Ruhig so reinfallen, oder? Guck mal. So? Ja, also mit Blättern ruhig. Ah ja, okay. Zack. Die werden gemolken, okay. Sozusagen. Ja. Oh ja, das ist schon einfach. Wenn du jede einzeln pflückst, dann wirst du verrückt. So simpel ist die Sache mit der Olive. Auf die deutschen Erntehelfer wartet viel Arbeit. Rund 40 Bäume müssen in 3 Tagen geleert werden. Conny, wie ist der erste Eindruck in Super. Der Olive? Ganz, ganz toll. Ich konnte nicht einen besseren Platz gefunden haben. Fantastisch. Hier die Atmosphäre ist super. Das Olivenpflücken macht Spaß. Auch so als Mensch ist es eine tolle Erfahrung. Und das ist halt so ein bisschen so mein Lebensmotto. Ich möchte immer wieder was Neues machen und neue Leute kennenlernen und nicht stehen bleiben. Ich verstehe nicht Leute, die nie was Neues machen wollen, oder? Wir haben Angst vor allem Möglichen. Ja. Und ja. Wir sind halt mutig. Das ist der Unterschied. Ja, ich weiß nicht, ob es Mut ist. Doch, es hat was mit Mut zu tun. Du musst dich ja immer wieder neuen Situationen aussetzen, neuen Menschen. Ich meine, auch wenn bei mir Leute kommen, ich weiß doch nie, wie die sind. Ja, ja? Das stimmt. Und irgendwie komme ich schon damit zurecht, aber mit manchen geht es halt nicht ganz so gut. Und mit manchen, da habe ich das Gefühl, oh, Gott sei Dank habe ich die kennengelernt. Ja. Zentral finde ich, dass man für andere was tut. Ich könnte daheim sein und habe genug im Garten zu tun und am Schreibtisch und in der Werkstatt. Das kenne ich schon ein bisschen, wenn daheim alles immer noch schöner wird, dann die Bodenleisten am Schluss noch gestrichen sind, die Werkstatt perfekt eingeräumt, der Garten alles geschnitten und kurz vor der Perfektion wird man auf einmal mit sich selbst konfrontiert und merkt, dass man selbst überhaupt nicht perfekt ist und dauernd versucht, es drumherum perfekt zu machen. Und das wird dann ein goldener Käfig. Es ist drumherum golden und innen drin glänzt man auch immer nicht. Und dann braucht es Menschen. Also alleine ist es gefährlich. Auch alleine Oliven pflücken würde ich nicht. Oh, das habe ich aber schon viele Jahre gemacht. Ja? Das ist dann Zwangsarbeit. Ja, genau. Das ist schon angenehmer, ne? Ja. Mittagspause. Die Pflücker wollen auf Olivenholz grillen
Und Conny vermisst ihre Arbeit im Flugzeug gerade überhaupt nicht. Mir gefällt's sehr. Ich gehe nicht wieder weg. Ich bleib hier, Heidi. Und was sagt denn das Flieger? Das verraten wir dem nicht. Kannst ja von unten grüßen, wenn sie ja, über ja, genau. Fliegen. Die fliegen immer darüber weg. È un macaco senza storia, dice lei, di lui. Heidis Nachbar Giovanni schwört auf Olivenöl vom Vorjahr zu Fleisch und auf Brot. Eine köstliche Vorahnung auf das frische Öl, das in 2 Tagen gepresst wird. Ja. Fantastisch. Also, da kommt kein 5-Sterne-Restaurant dran, ne? Langsam, ja. Die erste Etappe im Erntemarathon ist geschafft. Und wir müssen sagen, Conny hätte es wesentlich schlechter treffen können in ihrem Arbeitsurlaub. Heidi erntet oft nicht mit, weil sie für die Verköstigung sorgen muss. Und die nimmt sie sehr ernst. Ein deutsch-italienisches Tiramisu entsteht gerade. Heidi, was hat sie hierher verschlagen? Hierher. Aufs Land, nach Italien, die Musik. Ich dachte, ich muss doch endlich mal singen lernen und dachte, in Italien könnte man singen lernen. Große Oper und so. Und habe festgestellt, dass das eigentlich eine Illusion ist. Also zumindest Lehrer sind auch nicht gut. Es gibt ein paar gute Sänger, aber Lehrer wissen auch nicht, wie es geht. Und ja, und dann habe ich es eigentlich aufgegeben, den Traum, Sänger zu werden. Und dann bin ich hierher. Und am Anfang waren Sie zu zweit hier? Am Anfang waren wir zu zweit. Und dann war ich 6 Jahre allein und dann war ich wieder zu zweit. 8, 9 Jahre. Und nun bin ich wieder allein. Ich halte es aus hier, weil ich es einfach schön finde. Ist das denn jetzt so das Leben, was Sie sich vorgestellt haben? Das Leben, was Sie sich hier eingerichtet haben? Jein. Jetzt wird es immer mehr dazu, weil eine Weile war ich nur auf dem Land und fand das wunderbar. Und dann kam doch ein bisschen Einsamkeit. Ja? Und nachdem es ja jetzt Internet gibt, und zwar auch ein gutes, seit 3 Jahren habe ich ein gutes Internet, wo ich wirklich schnell da bin, weil früher war das ja mühsam, die ersten Jahre. Und seitdem habe ich wirklich das Gefühl, ich bin nicht alleine. Könnten Sie sich denn vorstellen, nochmal zurückzukehren nach Deutschland oder ist das vorbei? Da müsste was sehr, 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 sehr Wichtiges passieren. Entweder wirklich eine ganz gute Arbeit, wozu ich einen Ort wechseln müsste, also wirklich meinen Traum, ja, den ich dann verwirklichen könnte. Oder ein Lebenspartner, für den ich dann möglicherweise mich nochmal verändern würde. Das wäre eine Verhandlungssache, ja. Ist nichts unmöglich. Und es ist ja auch nicht so, dass ich unbedingt jetzt noch mal mit jemandem jeden Tag und immer zu zusammen sein möchte. Es ist ja auch ganz gut, wenn man mal ein bisschen alleine vor sich hin macht, ja. Insofern, alles möglich. So, das Tiramisu ist fertig. Jetzt muss es noch ein bisschen in den Kühlschrank. Dann kann es gefuttert werden. Am nächsten Morgen wartet Heidi in aller Frühe mit Sonderaufträgen auf ihre Helfer. Hier der erste. Conny? Ja. Große Aufgabe? Ja. Den Bäcker finden in Lotricoli. Ja. Und uns fürs Frühstück. Okay. Brot einzukaufen. Was soll ich holen? Gesalzenes Brot. Das heißt ja. Pane Salato. Salato. Salato, das ist okay. Das Wichtigste. Ja. Und ich vertraue dir mein wunderbares neues Fahrrad an. Ja, okay. Viel Spaß. 6 Kilometer liegen vor ihr, die Hälfte davon bergauf. Ohne Frühstück durch die umbrische Montagne, das ist eher nicht nach Connys Geschmack. Aber wo ein Berg ist, da ist zum Glück auch ein Tal. Und
Und Heidi hat sich auch für Berthold etwas ausgedacht. Er soll entrümpeln. Die Oliven können heute etwas warten, meint sie. Guck mal, da ist ein bisschen was. Ein bisschen viel, ja. Und das soll ein bisschen weniger werden. Wo kommt das her? Das ist von meinem Ex-Ehemann. Der hat gesagt, er würde das mal abholen. Aber das ist jetzt seit 4 Jahren, liegt das hier rum. Guck, das ist zum Beispiel Bettwäsche. So gute deutsche Bettwäsche. Aber ist ja auch ein Stück Vergangenheit, was dann wegkommt. Aber nicht, das ist nicht meine. Und es ist auch ganz gut, dass die mal wegkommt. Ja? Weil auf die Art und Weise geistert das Phantom immer noch herum. Ich glaube, da kommt man ja kaum durch. Das ist wirklich jahrelang gesammelt. Ohne jegliches System. Huhuhu. Buongiorno. Conny Müller auf der Zielgeraden. Buongiorno. Sì. Mission erfüllt. Jetzt wieder 6 Kilometer zurück. Berthold kämpft einen einsamen Kampf. Es ist unheimlich viel. Es ist messy. Das ist ein richtiges Chinesen-Scheißding. Kisten. Ist aber auch Kitsch. Ist nichts Echtes. Oi, oi, oi. Mal sehen, was da drin ist. Nachtgeschirr, Schuhe. Bella Italia, das ist Kitsch. Es ist die Fülle, kriegt man sofort ab. Es ist sehr schwer, damit umzugehen. Mich bedrückt sehr. Oh Gott, das sieht ja hier aus. Hilfe! Weniger ist das Chaos bislang nicht geworden. Eher hat es sich etwas ausgebreitet. Hast du was gefunden zum Wegschmeißen? Unter anderem, aber so vielselig. Es ist ja einerseits, es berührt mich, wer hier so viel gesammelt hat. Ich habe so eine Idee, aber da musst du drauf einstimmen. Ja, ich könnte Art? Mir vorstellen, dass ich mit meinen Söhnen mal herkomme und es wirklich sortiere und dass das praktisch ein Projekt wird für Afrika, weil hier sind überall Sachen, die niemand mehr im Moment benutzt. Und in Afrika bräuchte man Geld, habe ich genügend gerne. Projekte von meinem Sohn, von der Medizin her. Ja, das wäre so ein gerne. Projekt, könnte ich mir vorstellen. Also was Besseres könnte ich mir nicht vorstellen. Heute wird auf dem Dach gegessen und die Gespräche kreisen um das Leben zwischen den Welten. Ein Thema, das fast alle am Tisch miteinander verbindet. Conny, die seit 25 Jahren in England lebt. Giovanni, der halb Italiener, halb Holländer ist. Und Heidi, die hier als Deutsche immer noch nicht völlig heimisch geworden ist. Also ich vermisse schon ein paar Sachen, ja. Zum Beispiel, dass die Züge ankommen, wann sie ankommen sollen. Und dass man vorher was weiß, wenn plötzlich keine Züge mehr da sind. Und lauter solche Sachen. Oder dass das Telefon nicht 4 Wochen lang stillsteht. Das war kaputt, ja, Blitzeinschlag. Und dann kam nach 2 Wochen kam einer, hat sich das angeguckt und gesagt, ach, da unten. Da muss ich mal darüber fahren. Und dann war er weg. Die andere Seite ist natürlich, du bist nicht mehr zu Hause einige Jahre. Und wenn dann wieder zurückkommst, ist nicht immer einfach, wieder da hinzupassen. Die Wurzeln. Gleich. Man hat die Wurzeln verloren, vielleicht ein bisschen. Na, verloren, würde ich sagen, ist nicht. Aber es hat sich ja in deiner Abwesenheit vieles verändert. In meinem Bild ist immer noch Deutschland wie in den 70er Jahren, ja? Also Anfang 80er. Ja. Ich sage immer, in Deutschland ist es so und so und so und so. Und dann komme ich hin und merke, oh, das ist aber gar nicht. Ja? Das ist das Komische, weil jemand, du siehst nicht von dich selbst, was geändert ist eigentlich. Ja. Aber die anderen sehen es und die sagen es dir. Ja. Und du hast es auch? Wenn ja, immer. Ja. Wenn ich in Holland bin, natürlich, die hören nicht, dass ich Italiener bin. Ja. Und, aber es ist doch immer etwas, wenn ich sage, ich bin halb Italiener. Ah! Deshalb. Deshalb, exakt. Aber hier ist es das Gleiche. Wenn ich hier sage, ich bin halb Holländer, dann geht so. Aber ich glaube, ich bin ganz anerkannt in England. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, kommt das Deutsche dann doch immer noch durch. Muss ich ehrlich sagen. Wenn es dann so um solche Sachen geht und man muss anrufen, dann bin ich allerdings dann doch schon Deutsch. Ich habe aber gestern schon mal angerufen. Genau. Ja, ja. Das kommt dann da gut. Und auch die letzte Olive noch von dem Baum. Ja.
wenn es praktisch unmöglich ist, um das noch zu bekommen. Wenn man 5 Minuten sich recken muss, ja, für eine Olive. Ja. Das würde im Italiener nicht passieren. Was da? Schnell. Am Nachmittag demonstrieren Conny und Berthold nochmal deutsche Gründlichkeit. Morgen geht es zur Mühle. Die Bäume müssen vor Sonnenuntergang geleert werden. Merken Sie denn die Arme schon so ein bisschen? Nee, noch nicht. Also muss ich schon sagen, vielleicht bin ich auch viel sowas, diese Stellung gewohnt. Ich weiß nicht, aber ich merke es noch nicht. In den Fingern hier kribbelt es jetzt so langsam, die Fingerspitzen, weil hier doch jede einzelne fast abgepflückt wird. Aber in den Armen merke ich es noch nicht. Aber ich glaube, Sie sind grundsätzlich schon so ein Mensch, der eigentlich fast jeder Situation was Positives abgewinnt, ne? Ja, eigentlich schon. Versuche ich jedenfalls. Ist das was, was Sie in England gelernt haben oder ist das in Ihrer Natur? Ich habe es gelernt, ich würde eher sagen, durch Menschen, die mir das vorgelebt haben. Gesellschaft, die Menschen. Ja, ja, ich bin gerne unter Menschen. Lebe ich auf. Und trotzdem sind Sie Single? Ja, gerne. By choice. Wie sagt man? Ja? Ja. Freiwillig. Ja, freiwillig, genau. Immer noch. Aber es ist okay. Ist vielleicht Freiheit auch. Ich kann mich nicht gut verpflichten oder einsperren lassen. Und das ist vielleicht eine Art, wo man sich Einschränkungen eingehen muss. Und das ist Freiheit hier. Alles. Ich kann einfach sagen, so, ich hau jetzt ab. Und das ist schön. Gefällt mir. Wenn ein Tag so anfängt, dann kann er eigentlich nicht schlecht werden, denken wir uns. Es ist der Tag der Pressung. Alle Kisten müssen irgendwie in Heidis Wagen und dann geht es zur Mühle im Nachbartal. Ihre heiligen Oliven, sagt Heidi, werden jetzt endlich zu Öl. So. Da brauchen wir jetzt ein paar Männer zum Aufpacken, ne? Als erstes werden die Oliven gewogen und gewaschen. Rund 500 Kilo haben Heidis Helfer gepflückt. Wie viel Öl mag das wohl geben und wie wird die Qualität sein? Und Conny, wie wirkt das? Super, ganz toll. Unsere Arbeit verschwindet da in dem Loch in 2 Sekunden. Es gibt überhaupt nicht, wie schnell das geht. Wir hatten 20 Körbe und jetzt sind die aber alle weg. Es dröhnt und rattert und der Duft von gemahlenen Oliven betäubt einen fast. Schwere Mahlsteine zerquetschen die gewaschenen Früchte samt Kern zu einem zähen Brei. Der Brei wird dann Lage um Lage auf Pressmatten geschichtet. Sie wirken glücklich, Heidi. Ja, nach der vielen Arbeit, ne? Und dann kommt dann das Gold raus aus der Presse. Aber jetzt wird es erst mal zerstampft, haben Sie gesehen, nicht? Ja, 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 ja. Wie das kurz und klein geleiert wird und dann kann man sich nicht vorstellen. Ne? Sonst wird im Kern, der so stark ist, der wird total zu Matsch. Und im Kern ist das meiste Öl drin, sagt man. Und das andere ist Wasser. Und dann ist immer die Frage, wie viel Prozent hat es gebracht? Ja, das ist dann immer spannend bis zum Schluss, ob sich die Arbeit gelohnt hat. Manchmal gibt es nur 10% und dann 10% hat Öl. Manchmal. Letztes Mal war schon 13, mal sehen Sie es. Der große Turm der aufgeschichteten Matten wird jetzt in der Presse ganz langsam zusammengedrückt. Ein Vorgang, der lange dauert. Gutes Öl braucht seine Zeit, sagt Heidi. Die herauslaufende Flüssigkeit muss noch zentrifugiert werden und erst dann ist das neue Öl fertig. Während der Wartezeit fährt Heidi mit ihren Helfern zu einem Geheimtipp in einem entlegenen Bergdorf. Die Nonnas hier backen das beste Brot weit und breit, behauptet Heidi. Und gutes Brot brauchen sie jetzt dringend für die Olivenölverkostung. Finito tutto. Finito tutto. E niente, nemmeno se vediamo. Non c'è niente. Schlechte Nachrichten. Das Brot sei ausverkauft, sagt die alte Dame.
Während hier die Oliven zum Einlegen noch von Hand verarbeitet werden, dürfen die drei einen Blick in die Backstube werfen und entdecken etwas. Oh, e questo? Fass mal an. Wie hart es ist. Fühl mal. Ich meine, es wäre okay. Ich mag gerne altes Brot. Es gibt noch Brot vom Vortag. Genau richtig für Bruschetta. Glück gehabt. Grazie, ciao. Herrlich, ne? So was findest du so schnell nicht noch einmal. Zurück in der Mühle. Die Zentrifuge läuft auf Hochtouren und Conny ist ganz aufgeregt. Sie will von der Ölmühlenchefin wissen, ob dies das Öl von ihren geernteten Oliven sei. Ja, das sei es, erfährt sie. Grasgrün und scharf im Geruch, das Olio Nuovo. Ich wüsste einfach gerne, ob Sie das verstehen, dass die Deutschen so eine Begeisterung für ihre Oliven haben. Noi vorrebbe sapere se voi potete capire perché i tedeschi sono così affascinati dell'olio delle olive. Non avete olive. Weil wir keine Oliven haben, sagst du, weil wir sowas nicht haben. Ist das denn für die Italiener? Ist das jetzt eine besondere Zeit im Jahr? Anche per gli italiani è una cosa speciale. Sì. È sempre ogni anno è come se fosse il primo anno. Jedes Jahr, als wäre es das erste Jahr. È la novità. Es ist immer neu. Il primo giorno è la novità e uno è come se fosse una festa. Am ersten Tag ist es immer wieder neu, so als wäre es ein Fest. Und dann der große Moment der ersten Verkostung. Das gerade gekaufte Brot wird geröstet und im Olio Nuovo gebadet. Erst gibt es einen Schluck Wein und dann das Öl. Das schmecke jedes Jahr etwas anders, sagen die Experten. Deswegen ist der erste Bissen immer besonders interessant. Uno, due, tre, mangiare, mangiamo. Okay. Wie schmeckt's denn, Heidi? Super. Richtig super. Und dazu gehört tatsächlich ein Wein, denn wenn man so viel Öl auf dem Brot hat, dann ist es doch besser, wenn man ein bisschen Rotwein dabei hat. Schmeckt super, das schmeckt super. Beschreiben Sie mal, Conny. Frisch, natürlich. Schmeckt gar nicht fettig, gell? Nee, überhaupt nicht. Olivenöl pur. Für Heidi wird es noch einmal spannend, denn sie erfährt jetzt, wie gut oder schlecht das Verhältnis von gepflückten Oliven und gepresstem Öl war. Windische 15,4. Wahnsinnig gut, habe ich schon lange mal gehabt. 15, also ein. Das heißt, das waren die Pflücker. Auf 100 Kilo kommen 15 Kilo Öl. Auf 100 Kilo Oliven 15 Kilo Öl. Und wir hatten 467 Kilo Oliven und haben irgendwas mit 70 Öl. Also ein guter Jahrgang. Sehr gut. Für die Jahreszeit ist sehr gut. Die Jahreszeit, guter Jahrgang. Extra virgin olive oil. 2 Tage harte Arbeit. Here we are, in the box. Ganz toll, im Kanister. Den nehme ich morgen als Handgepäck mit. Und weil ganz Umbrien um diese Jahreszeit im Ölrausch ist, gibt es abends ein rauschendes Dorffest. Mit viel Essen, viel Wein und natürlich viel gutem Olivenöl. Einen so schönen Urlaub, sagen Conny und Bertolt zum Abschied, haben sie schon lange nicht mehr gemacht.